Also die Strecke hat ganz schön gelitten jetzt über die paar doch ziemlich kalten Tage. Ich war ein-, zweimal drauf fahren, als noch mega viel Schnee lag. Ja, dementsprechend viele Furchen sind da jetzt auch drin. Ja, und die will ich heute mal glatt machen und mich entweder um den Sprung kümmern oder um eine Umfahrung von. Aber vorher fahre ich noch mal kurz eine Runde. Funktioniert immer noch ganz gut. Gut, aber nützt nichts. Schaufel herholen, alles glatt machen. Ja, und gucken. Schaufel. Ja. Spaten, man weiß nie. Also als erstes einmal wieder auf guten Stand bringen, das heißt die ganzen Furchen, die hier drin sind, ja, die muss ich einmal wieder alle glatt machen. Okay, erster, nächster. Okay. Also es geht auch schneller als ich gedacht habe. Gott sei Dank. Ja, hier der große Anlieger hat eigentlich kaum Schaden genommen. Ja, jetzt würde man hier auf den Sprung zufahren. Da habe ich nur mal so einen Holzkicker vorgestellt. Das funktioniert aber nicht richtig. Keine Ahnung. Um den Sprung kümmere ich mich später. Erstmal will ich jetzt dahinter den letzten Anlieger noch eben machen und dann hatte ich gedacht, dass man hier, wenn man aus der Kurve kommt, man sieht schon an den Reifenspuren, hier links so vorbeifährt und da wollte ich noch so einen Mini-Anlieger ausschütten, dass man sich da auch reindrücken kann. Ja, und das machen wir jetzt. So. Jetzt ist ein bisschen die Frage, man kommt hier aus der Kurve raus und da soll auf jeden Fall der Sprung bleiben, also vielleicht ein bisschen weiter hier oder ein bisschen weiter nach hinten, aber so ungefähr da soll der Sprung bleiben. Und man muss ja dann, wenn man den umfahren möchte, irgendwie links vorbei. Die Frage ist, wo genau ich das ansetze. Oh, sieh an. Man sieht es wahrscheinlich nicht, aber da hinten ist der Nachbarskater. Der ist auch neugierig und guckt mir zu. Ja, egal, auf jeden Fall erstmal den Holzanleger hier weg, den Holzkicker. Oh, Scheiße. Okay. Jetzt aber weg mit dem. Und der kommt übrigens noch vom Fahrradfahren hier. Denn dass das hier jetzt die Sohrenstrecke wird, das war vorher eine Fahrradstrecke. Also hier stand ein großer Startturm und dann waren hier zwei Lines mit einem fetten Sprung und zwei kleinen Tables. Ach, da hinten steht der große Kicker auch noch und daneben der kleine. Genauso wie der hier. Ja, gut, weg ist er. Anliegen geworden. Das ist ein relativ
kurzer, knackiger Anlieger. Also man kommt hier rein und kann hier einmal sich reindrücken und weiterfahren. Ja, so wie es jetzt ist natürlich noch nicht. Das ist viel zu niedrig. Deshalb muss ich jetzt noch hochbuddeln. So viel großer soll er, glaube ich, gar nicht. Ist jetzt nicht besonders hoch. Aber wenn man hier aus dieser Kurve kommt, ist, glaube ich, schon mehr als genug. Also man soll ja nicht, also das Problem wäre der zu hoch, könnte man damit zu viel Geschwindigkeit rein. Ja, und ich glaube, es ist einfach nicht notwendig. Ich glaube, dieser Anlieger hier reicht, weil man danach sowieso wieder nach links umdrehen muss. Ja, das finden wir aber nur heraus, wenn ich das jetzt einmal ausprobiere. Okay. Ich will jetzt natürlich nicht wieder die großen Furchen reinfahren. Macht aber auch einfach zu viel Spaß. Oh ja, yeah. Okay, das ist geil. Scheiße. Okay, scheiße. Okay, fuck, das funktioniert richtig gut. Richtig gut. Also man kommt richtig schön in so ein rechts, links. Hammer. Richtig gut. Ich bessere das Ganze dann mal wieder aus. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.